Oh, hallo. Hi. Du siehst so anders aus. Heute ist Brillentag. Du siehst heute aber auch anders aus. Heute ist Brillentag. Heute ist Brillentag. Du hast jetzt auch eine Brille? Ja. Und, alles klar? Ja. Student. Der Professor. Der Professor, ja. Ich hab für dich Eier rangeholt, Christina. Gute Milch für guten Kaffee. Mario, geht's? Echt schwindelig. Ach Gott, ich habe meinen neuen Platz auch gar nicht gezeigt. Das zeige ich euch gleich. Ich bin eigentlich soweit fast fertig. Hi. Hallo. Hallo. Was folgst du denn? Andere Milchboy. Auch. Ich lade euch schön ein. So. Sag, was du zu sagen hast, mir tut der Arm weh. Ich mach selber, mach aus. Also, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe euch den Raum noch gar nicht gezeigt. Der ist jetzt eigentlich 90% fertig. Wir machen jetzt gerade noch hier die rechten Sitzbänke mit Schaumstoff und Leder. Die Tische haben wir geholt zum Hinsetzen. Auf die Seite wollen wir uns auch noch irgendwas überlegen mit Tischen, vielleicht so Bistro-Tische irgendwie. Ansonsten, da fehlen uns ein paar Blechschilder. Und hier an die Wand kommt einmal wahrscheinlich unser Banner. Und drunter wollen wir alle unsere Autos gleichmäßig im gleichen Rahmen machen. Und dann ist der Raum hier so richtig nutzbar und dann freue ich mich auf die erste Party. Jetzt ist mir schwindelig. So, der Herr Drexler sagt jetzt, wie wir jetzt weiter fahren. Ah, Patrick ist auch da. Ah, guten Abend. Die nett müssen wir noch ausladen im Bus. Die genau, wir schneiden jetzt noch Platte zu. Ich glaube, wir haben zu viel Holz. So viel zu viel, egal, oder? Wir können noch, wir haben da ein bisschen Reserve, falls wir noch irgendwas anderes machen. Bauen wir noch die ganze Halle hier um. Die ganze Halle voll mit Sitzbänken für die Glühshow. Aber wir können für meinen Platz hier noch was bauen. Genau. Also, ja. Bauen wir zu, dass du mit deinem Derby gar nicht mehr reinkommst, sondern draußen parken musst. Oder wir machen so eine Auffahrrampe, dass ich hochfahren kann. Genau, dann brauchst du eine Hebebühne. Dann kannst du unten drunter liegen zum Schrauben. Also bauen wir eine Hebebühne aus Holz. Können wir auch machen, kein Wie Problem. Wie ökologisch. Genau, aber dann brauchen wir noch kurze Schraube, dass da hebt. Nee, ja was, wir laden jetzt noch die Platte aus dem Bus aus, beziehe die, dann schneide die erstmal auf Maß, dann beziehen wir die noch mit unserem Schaumstoff und dann tun wir unser Leder noch drüber machen für unsere Sitzfläche und Rückenlehne, dass wir auch bequem sitzen können. Und das ist mal der Plan für heute, dass wir heute fertig werden. Ich will diese Holz tragen. Da sind meine Elos und meine weißen Handschuhe, wo da drauf lagen. Oben drauf auf deiner Höhe. Ganz gut. Hallo. Hände hoch. Rappapapapapapam. Wo ist die Zahnschuhe? Ja, ich hab den mal aufspielen. Ne? Ich hab da keinen Bock drauf. Sicherheit geht vor, was soll ich machen? Ich hätte auch noch eine Schutzbrille aufgezogen, aber jetzt hab ich die auch. Ein Taxi. Oder soll ich den Bus in die Halle reinfahren? Nee. Ja, allein. Ich bin allein. Ich bin ja größer wie ich. Alex, geht's? Die Platte ist zu groß für dich. Sorry, ist das mir noch was? Nee, neutral, steht drauf. Schmeckt das gut? Weiß nicht, probier's. Ich will's nicht probieren. Was ist passiert? Au! Was ist passiert? Tagada. Sag doch mal, was passiert ist. Nichts ist passiert. Sag doch mal, was war. Sag doch mal, was Mutter. War. Jörg, sein Mutter hat's Leder besorgen. Dann hätten wir sie belettert. Lederlappen. Der Lederlappen. Kaputt im Schädel, herrlich. Schon mal so dicke Wurst in der Backe.
Und das ist aber kein Ringfleisch, muss ich darauf antworten. Nein. Das ist aber kein Ringfleisch, was? Kommt hier mal noch einen Ruf? Oh. Ja, ist drin. Oh. Ja, aber irgendwas ist komisch an dem Ding. Ist extra so. Achso, wegen der Kontrast? Kunst. Wegen dem Kontrast? Das ist extra, dass man den Aufkleber sieht. Aua! Es ist Kunst, Alex. Ja, okay. Schaut ein bisschen hart, aber es geht. Ja, das hat nicht. Aber es liegt weich auf. Das polstert vorhin. Aber es hat nicht jeder. Ja, das stimmt. Das hat nicht jeder. Das ist im Jörg sein Sitzpunkt. Wie war das? Schön ist es nicht, aber selten. Genau, ist im Jörg sein, aber nicht gerade. Ich muss ja schon sagen, ich finde es mal echt schön, dass der Alex da auch mit uns zerschreit. Wie ein Zahnarzt. Jetzt zieht gerade die Zähne raus. Ja? Also, das nenne ich doch mal Familienprojekt, ja? Aber hallo. So würde ich sagen. Also, von meinem California würde ich jetzt lieber. Sitzbezüge, ja, kaputt, ne? Ja, vom Ding wäre es jetzt... Alla Jörg, du gehst jetzt nicht mit der Gabel ans Leder, oder? Doch. War ein Versuch wert. Hebelfunktion. Hebelfunktion. Ach doch? Was ist? Schwedische Gardine? Ich sag nichts dazu. Da fällt dann nichts mehr ein, gell? Muss ja auch nicht. Alles klar. Komm Jörg, ein Statement zur Gabel. Dreckig ist es. Hast du auf den ohne Buckfahrt? Jetzt passt. Du kannst den Winkel alle leichter machen. Winkel. Richtig. Was ein Wetter. Wir haben bereits den nächsten Tag. Heute ist Freitag. Heute hat es den ganzen Tag nur geschifft. Aber nur einmal. Dafür den ganzen Tag. Ja, wir haben gestern das Geschirr mit heimgenommen. Das habe jetzt frisch gespült. Es kommt jetzt wieder hinten in die Küche, dass wir nächsten Donnerstag wieder gemütlich essen können. Ja, auch schlecht. Also von da oben, hier, da bröseln da immer noch so Teile runter. Zwar nichts, alles leichtes Zeugs, ja. Aber muss ich doch was machen. Und dann muss ich hier meine Werkbank noch ein bisschen aufräumen. Also. Ja, was ich euch sagen wollte, und zwar, das habe ich gerade gesehen, also muss ich es kurz zeigen. Hier geht ja eine Lampe nicht. Jetzt hat der Leo gerade geschrieben, da muss man dagegen hauen. Es werde Licht. Okay. So, nochmal, also worum es jetzt geht, das ist mir jetzt sehr wichtig. Und zwar, das Jahr ist eigentlich jetzt zu Ende. Die Treffen sind alle vorbei. Ein kurzes Resümee zu meinem Kanal, da wollte ich was sagen. Also erstmal zu meiner Person, die wo mich noch nicht kennen oder wo nur ein Video geguckt haben und sonst kein anderes mehr. Ich fahre seit, nächstes Jahr sind es 25 Jahre auf Autotreffen. Hab schon vieles erlebt, viele gute Treffen, viele schlechte Treffen, viele regnerische Treffen. Hab schon mit meinem Club, mit den VW Freaks, 7 große Treffen veranstaltet. Plus 4 kleine Treffen mit Bewerbung, also auch alle Art von Treffen, also mit Bühne, mit Programm, mit Bewerbung, ohne Pokale, ohne Programm, schon alles Sell und Jenes durchgemacht. Und beim letzten Video vom Drehmoment-Treffen, da ist es ein bisschen in den Kommentaren bei mir, also unter dem Video, könnt ihr alles noch lesen, ist noch alles drin, ich habe nichts gelöscht. Ich habe es aber nicht groß kommentiert, weil ich mich auf diesen Kindergarten nicht einlassen wollte. Ja, da kamen Kommentare von wegen, ich habe den Sinn der Treffen nicht verstanden und so weiter. Und ich muss jetzt sagen, die, wo zu mir sagen, dass ich den Sinn der Tuning-Treffen nicht verstehe, da muss ich jetzt zurückgeben, die haben den Sinn meiner Videos nicht verstanden. Denn die Idee ist damals entstanden, dass ich auf den Treffen die Kamera dabei habe und euch, also vor allem die, wo nicht dabei waren oder auch die, wo dabei waren, von den Treffen erzähle. Zu diesen Treffen gehört dazu, wo fahren wir hin, wer macht das Treffen,
Was kostet es Eintritt? Was kriegt man auf diesem Treffen zu sehen? Was kriegt man für das Eintrittsgeld geboten? Und wie ist der ganze Fun-Faktor? Das sind positive sowie auch negative Sachen. Mit denen muss man leben. Also auf unseren Treffen, wo wir gemacht haben, war auch nicht immer alles positiv. Aber ich finde es wichtig, dass die Leute sagen. Der Unterschied ist nur, wie man das sagt. Man kann sagen, hey Alex, der Bewerter da bei Golf 4, der war jetzt nicht so angetan von meinem Auto. Man kann aber auch sagen, hey Alex, dein scheiß Bewerter da, der hat ja mal gar keinen Plan gehabt vom Auto. Also das ist ein Unterschied, ja. Und so versuche ich auch in meinen Videos zu sein. Ich möchte da, also meine Videos gehen nicht gegen Veranstalter und vor allem auch nicht gegen irgendwelche persönliche Leute. Ich beurteile das Treffen von meiner Sichtweise her, ja. Also, aber ich bin ein normaler Besucher, auch wenn ich mal einen Spezialplatz habe oder mal VIP stehe oder so. Auch da werden negative und positive Sachen erwähnt. Und in dem Hockerheim-Video und auch bei dem Landauer Karfreitag-Video, da haben die Leute einfach das nicht verstanden, um was es da ging. Die haben gedacht, der kleine Fuzzi mit seinen billigen Videos, wie sie immer sagen, der kommt da hin und hatet gegen Treffen. Ich sage euch eins, in meinem Wortschatz gibt es haten nicht. Weil haten ist für mich ein Assi-Wort und benutze ich nicht. Bei mir ist es Meinung sagen. Freundlich oder assi, um das geht's halt. Also einfach das akzeptieren, ich akzeptiere eure Meinung, weil wenn ich jetzt sage, das Treffen war jetzt nicht so gut und ein anderer schreibt drunter, also ich fand's super, ist es vollkommen in Ordnung. Wenn ich sage, die Farbe grün ist geil und der sagt, die Farbe grün ist nicht geil, vollkommen in Ordnung, vollkommen normal, dem einen gefällt's, dem anderen nicht. Und so ist es halt. Und wenn ich auf Autotreffen fahre, dann natürlich labere ich mit den Leuten. Ich meine, jeder weiß das, ja. Aber auf dem Autotreffen will ich auch schöne Autos sehen. Also da geht es nicht nur darum, Autos sind interessant auf dem Autotreffen. Wichtig ist, dass wir alle miteinander sind. Natürlich ist das wichtig. Aber ich mache auch Bilder und Videos von Autos. Und wenn da halt ein Auto ist, ja, in ziemlichen Originalzustand, hat es meiner Meinung nach dort nichts zu suchen. Ist halt einfach so. Ich hoffe, dass das einfach verstanden und akzeptiert wird. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem dranbleibt an meine Videos. Und wenn dem nicht mehr so ist, dann höre ich damit auch auf, ist gar kein Problem. In diesem Sinne, ich beende das Video, ich wünsche euch eine schöne Zeit und jetzt kommen noch ein paar Videos so. Ich habe da was im Repertoire. Ja, wir haben auch noch ein Event, wo ich euch zeigen werde. Und ja, immer dran denken, montags 12 Uhr, Video bei Alex. Macht's gut, bis dann. Ciao. As a friend, as a friend, as I know.